Auch und vielleicht gerade sogar im Wirtschaftsleben gibt es so etwas wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markenflüster. Und heute haben wir eine solche selbsterfüllende Prophezeiung bekommen. Und die wollen wir uns mal anschauen. Die Rede ist vom Verbrauchervertrauen oder von der Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Und hier hat Richard Curtin, der diese Umfrage betreut, Interessantes dazu gesagt. Es haben nämlich ein Drittel aller befragten Amerikaner gesagt, ja, diese Zölle, die Donald Trump einführen wird, jetzt ab 1. September, die können zu einer Rezession führen. Und wenn eine Rezession kommt, dann macht es Sinn, dass ich jetzt anfange zu sparen, dass ich meine Ausgaben also ein bisschen einschränke. Dazu auch wahrscheinlich die Menschen teilweise beeinflusst von Medienberichten, die eben vor dieser Rezession warnen. Invertierung der Zinskurve, das große Stichwort. Nun, wir wissen wahrscheinlich viele Amerikaner nicht, was die Invertierung der Zinskurve ist, wie auch viele in Deutschland wahrscheinlich. Jedenfalls war eben in den amerikanischen Medien doch relativ viel die Rede von Zöllen, den möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen. Und das scheint sich jetzt sozusagen in die Stimmung direkt durchzufräsen. Und das bedeutet, dass die Amerikaner wahrscheinlich in nächster Zeit etwas weniger konsumieren werden, weil sie denken, es könnten schwierige Zeiten kommen, da halten wir die Notgroschen doch mal lieber beisammen. Und das ist natürlich für eine Ökonomie wie die amerikanische, die zu 70% aus Konsum besteht, eine mittelfristig nicht gerade wirklich gute Nachricht. Und das konterkariert so ein bisschen den heutigen Kursanstieg der Märkte, der, naja, nicht so wirklich begründet ist, wenn man sich mal Medienberichte anschaut, Agenturberichte. Warum sind eigentlich heute die Aktienmärkte gestiegen? Dann greift man doch überwiegend ins Leere. Okay, wir haben zunächst mal gestern Nacht schon die Meldung, Donald Trump will mit Xi Jinping telefonieren. Nun ist aber dieses Telefonat nicht bestätigt oder nicht passiert. Chinesische Medien haben auf Anfrage gesagt, ja, Donald Trump will das machen, aber haben nicht gesagt, dass ein solches Telefonat stattgefunden hat. Das hat heute im asiatischen Handel so ein bisschen schon die Stimmung gehoben. Dann vielleicht, weil zweitens irgendwie keine schlechten Nachrichten heute kommen. Und wenn keine schlechten Nachrichten sind heute, und wenn keine schlechten Nachrichten kommen, dann steigen die Anleiherenditen wieder ein bisschen, die heute, die ja zuletzt so drastisch gefallen war mit Allzeittief nach Allzeittief in verschiedenen Anleiheklassen, in verschiedener Länder. Also das war so ein bisschen eigentlich die Leerstelle heute, mangelnde schlechte Nachrichten als Grund für steigende Kurse, möglicherweise, wahrscheinlicherweise sogar der kleine Verfall, der da auch ein bisschen mitgezogen hat heute an den Märkten. Und dann kam ein Bericht, der da nochmal einen Anstieg ermöglicht hat, nachdem es so aussah, als würden die Kurse jetzt nach unten drehen, nämlich Angela Merkel sagte der Spiegel nach, wie auch Scholz, dass die beiden an einer schwarzen Null nicht mehr festhalten wollen, wenn die Rezession in Deutschland kommt. Naja, wahrscheinlich sind wir schon irgendwie drin in dieser Rezession. Jedenfalls hat das auch die Wall Street deutlich beflügelt. Man denkt sich, naja, wenn es hart auf hart kommt, dann ist selbst sogar ein Land wie Deutschland, das so ideologisch an der schwarzen Null ja festhält, bereit, da was zu machen. Das ist doch ein gutes Zeichen insgesamt. Das heißt Liquidität, das heißt Konjunkturprogramme, das heißt Geldschwemme, das ist gut, das werden wir mal feiern. Auf der anderen Seite sehen wir, dass diese Geschichte mit den Negativrenditen weitergegangen ist. Wir haben heute Schweden noch als nächstes Land, das langlaufende Anleihen jetzt mit Negativrenditen hat. Finnland ist gestern schon dazugekommen. Interessant ist, dass sozusagen in allen entwickelten Ländern, die nicht englischsprachig sind, sind die Renditen negativ für lange laufende Staatsanleihen. Und in englischsprachigen Ländern wie UK, Kanada und auch eben die USA, da ist das nicht der Fall. Das ist ein Mysterium. Liegt es an der Sprache? Fragt hier Rich Kleinbauer, der diese Daten erfasst hat. Was haben wir noch? Wir haben Interessantes von der Fed. Wir haben nämlich Jerome Powell, der offenkundig den FED-Gouverneuren, also der verschiedenen Distrikte, Cleveland, Dallas, St. Louis, wie sie alle heißen, praktisch so eine Art Redeverbot erteilt hat vor seiner Rede in, bei dem Treffen dann in den USA. Da ist ja jedes Jahr ein Notenbanker-Treffen. Und da will Paul Relevantes möglicherweise sagen, hat jetzt versucht sozusagen die ganze Geschichte ein bisschen runterzukochen. Die Erwartung der Märkte ist ja riesig an die Fed auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben will Paul offenkundig vermeiden, dass da wieder neuer Sprengstoff kommt zwischen Donald Trump und eben der Fed. Trump attackiert ja regelmäßig, auch heute Nacht wieder
Jerome Powell und die Fed. Und jetzt sagt sich Powell, naja, dann machen wir einfach mal ein bisschen Funkstille, reagieren überhaupt nicht mehr auf politische Äußerungen, sondern werden jetzt erstmal jede Rede, jede Konferenz absagen, wo ein Fed-Speaker auftreten könnte. In Jackson Hole ja dieses Symposium jedes Jahr und das ist am 22. August, also nächsten Donnerstag, was haben wir heute, den 16., genau, das müsste nächsten Donnerstag sein, da wird Paul reden und das wird natürlich sehr wichtig, das Fed-Protokoll ist ein Tag davor, das wird für die Märkte dann wirklich zentral, denn sie hoffen, dass die Fed was Großes tut, 0,5 ist eigentlich fast schon das Minimum, manche sagen sogar, sie müsste 1% die Zinsen senken, Donald Trump sagt es sowieso, aber einige andere Marktbeobachter auch. Was haben wir noch? Wir haben dann die Situation, dass wir in Sachen Aktienmärkte die Gewinnerwartungen immer weiter runtergehen. Jetzt für das dritte Quartal aktuell sind wir bei minus 3,2%. Anfang Juli waren wir, glaube ich, noch bei plus 8% im Vergleich eben zum Vorjahresquartal. Also man sieht, das geht ziemlich drastisch nach unten. Hat natürlich den Vorteil, dass man dann die so tief gelegte Latte wahrscheinlich wieder überspringen kann, so wie jetzt im zweiten Quartal, als die Erwartungen auch immer weiter absackten, aber dann die faktisch reinkommenden Ergebnisse nicht ganz so schlecht waren, wie man befürchtet hat. Ich will hier nochmal in eigener Sache etwas zeigen. Wir haben bei Finanzmarktwelt jetzt ein Register, wo Sie nach bestimmten Begrifflichkeiten aufgeschlüsselt bekommen, was interessant ist in dieser Welt, wenn Sie zum Beispiel nach Angela Merkel hier gucken oder nach Leistungsbilanz, Staatspleite etc. Das sind also hier Begriffe, wo Sie dann alle Artikel bei Finanzmarktwelt finden, die diesen Begriffen zugeordnet sind. Jetzt wollen wir aber rein in die Charts und gucken uns an, was da der Fall ist. Wir starten hier mit dem Dow Jones. Charts wieder von Capital.com, meine Damen und Herren. Der ist bei 11.548. Es ging so Stück für Stück nach oben, dann schien es nach unten zu gehen. Dann sehen wir hier diese Kerze nach oben. Das war die Meldung des Spiegel, die noch nicht bestätigt ist, dass Deutschland die schwarze Null aufgibt, wenn es denn sein muss, aufgrund einer Rezession. Wir sehen dieses Muster in den Märkten eigentlich unisono. Wir haben beim Tech-Index, der heute noch ein bisschen stärker ist, beim Nasdaq 100, nachdem Nvidia sich positiv geäußert hat, allerdings Applied Materials, ein anderer Anbieter aus diesem Halbleitersektor, mit sehr skeptischen Aussagen für in Sachen Erholung des Halbleitermarktes. Also das ist so ein bisschen ein gemischtes Bild, aber der Nasdaq kann am stärksten profitieren. Der S&P 500 hat heute die 2890er Zone angekratzt. Das ist ein Widerstandsbereich, da erstmal gescheitert. Mal sehen, ob er es noch packte zuletzt. Und dann haben wir den DAX, der sich da gefreut hat, eben auch mit dieser Kerze über die schwarze Null. Der hat sich wahrscheinlich auch besonders gefreut, weil wann kommt es schon vor, dass Medien aus Deutschland die Weltmärkte beeinflussen können? Erinnern wir uns, der Spiegel hatte diese Meldung schon mal am 8. August gebracht, also ja, vor einer guten Woche. Das hatte damals schon einen Spike an den Märkten ausgelöst, nicht so groß wie heute. Aber erinnern wir uns auch, der Spiegel hatte über Boeing Relevantes recherchiert und gemacht, was eigentlich sehr, sehr kursrelevant für die Boeing-Aktie hätte sein müssen. Da hat man das überhaupt nicht bemerkt oder registriert oder irgendwie sich davon beeinflussen lassen. Der Spiegel ist ja immerhin mit Abstand das größte Nachrichtenmagazin Europas. Gehen wir weiter in den Charts. Wir haben Euro-Dollar nach wie vor belastet, jetzt hier unter der 1,11er-Marke durch die Aussagen von Rehn, diesem finnischen EZB-Mitglied, der gesagt hat, wir müssen eher überschießen als unterschießen. Das lässt der Eurobullen fürchten, dass da der ganz, ganz große Wurf auf der September-Sitzung der EZB kommt. Wir haben Gold, das ein bisschen abperlte, aber nach wie vor auf erhöhtem Niveau bei 1511. Und wir haben das amerikanische Crude Oil, das in der Summe seitwärts läuft bei $54,64. In der nächsten Woche werden die Karten wieder neu gemischt. Da haben wir vor allem dann die Fed-Geschichte, die mit dem Fed-Protokoll und der Rede von Jerome Powell in Jackson Hole dann ihren Hochpunkt findet. Wir haben dann eben die Situation, dass der Verfall, der kleine Verfall erstmal vorbei ist. Dann wird man sehen, ob das, was wir jetzt derzeit sehen, nur eine Erholung des vorherigen Abverkaufs ist oder doch wieder der Versuch, neue Höhen zu erreichen. Diese Frage wird maßgeblich von der Fed abhängen und ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende und sage Servus und Tschüss.